Aloha, ihr Surfer. Willkommen zu einem neuen Let's Show. Und ich möchte eigentlich jetzt gar nicht allzu enthusiastisch sein, denn das passt auch nicht zu diesem Let's Show. Nur eine kurze Info. Deswegen passt auch keine Facecam dazu. Dieses Spiel ist... Es ist ein Spiel, ich habe es noch nicht gespielt, es ist ein extrem hochgelobtes Spiel, soll wunderbar sein, richtig toll, aber es ist auch sehr, sehr düster und nichts wirklich zum Freuen. Also ein Anti-Kriegsspiel. Und ja, deswegen keine Facecam, deswegen kein Enthusiasmus und ich schaue mir dieses Spiel einmal mit euch zusammen an. Den Namen habe ich gar nicht genannt, ne? Aber den hat man ja gerade gesehen. This War of Mine. Ja... Und man spielt jetzt hier nicht, wie sonst in irgendwelchen anderen Spielen, den strahlenden Helden oder vielleicht auch den Bösewicht, der waffenstarrend durch den Krieg knallt und alles erschießt, was ihr vor die Flinte kommt, sondern man spielt hier die oder den, das weiß ich noch nicht so genau, Zivilisten. Ich weiß noch nicht, ob man ein oder mehrere spielt, weil hier sind ja drei. Katja, Pavle und Bruno. Oder vielleicht das auch Bruno und das Pavle. Und ja, wir sind halt Zivilisten, die durch den Krieg gelitten haben. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, ich weiß auch noch nicht, wie es funktioniert, also gucke ich mir mit euch das einmal an. Unsere Sache nennt sich dann Inventar. Ziehen, um mehr zu sehen. Scheinbar ist noch nichts da. Da es kein Let's Play ist, sondern eben ein Let's Show, werde ich natürlich nicht so detailliert auf alles eingehen, wie ich das sonst mache. Katja kann gut feilschen. Das ist Katja. Kann ich reinzoomen? Ja. Ah, und so steuere ich. Das ist also Katja hier, die gut feilschen kann. Dann haben wir Bruno, guter Koch. Und wir sind leicht krank. Und wir haben Pavle, der ein schneller Läufer ist. Da kümmern wir uns erstmal um Bruno, wenn er leicht krank ist. Obwohl, ich habe keine Ahnung, wie man sich kümmert. Also gehen wir dann doch erstmal auf Pavle. So, was ist jetzt hier, was sind die ganzen Sachen? Bio, da habe ich eine Bio noch. Okay, also eine Biografie. Macht jetzt für Let's Show auch nicht wirklich Sinn. Pavle. Aha, einmal draufklicken, macht er irgendwas. Jetzt hat er die Tür aufgemacht. Was ist das hier? Was soll hergestellt werden? Verbesserte Werkstätte. Nö, können wir nicht. Ich möchte auch nicht die Werkstätte herstellen. Ich möchte ja hier was... was heilen oder so. Ah, hier kann ich noch was bauen. Ein Bett. Verbrauchsgüter. Ich suche eigentlich sowas wie Medizin oder so für Bruno. Schließlich ist der ja auch leicht krank. Aber dann sehe ich jetzt nicht. Kann ich auch rennen? Ja, mit einem Doppelklick. Er benötigt etwas, um das Schloss zu öffnen. Ah, und da können wir die Leitern runter. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier die ganze Zeit rennen sollte. Kräuter. Kräuter. Ein Dietrich. Materialien für irgendwas. Okay. Zucker, Holz. Nehm alles. Warum sagte ich gerade, ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit rennen sollte? Denn wenn Bruno hier leicht krank ist, vielleicht geht auch uns irgendwann die Ausdauer zu Neige. Kann ja sein. Die Tür scheinen wir nicht aufzukriegen. Ach doch. Jetzt haben wir sie aufgebrochen. Mit richtigen Werkzeugen können wir die Dinge bauen, die wir benötigen. Achso, jetzt habe ich nach oben geguckt und nicht gesehen, dass die Tür aufgegangen ist. Was haben wir jetzt hier? Er durchsucht auf jeden Fall erstmal alles. Alles, was er so hat. Elektrische Teile, Holz, sauberes Wasser. Sauberes Wasser ist super. Stimme, komm zurück. So, worum geht's denn jetzt hier? Es geht darum, dass wir tatsächlich Zivilisten sind, die in einem Krieg leben.
und alles kaputt ist. Und wir haben, wie ich gerade sehe, ein gemeinsames Inventar. Ist ja auch nicht verkehrt. Warum schalte ich jetzt um? Weil Pavel da unten noch so lange beschäftigt ist. Das dauert mir zu lang. Seht ihr? Graben, graben, graben. Ich kann also gleichzeitig mehreren Leuten was machen. Ist doch auch super. Sollte ich auch wirklich maximal rausgesucht spielen. Wir haben einen Dietrich bekommen. Damit macht Katja jetzt bitte mal hier die Tür auf. Kann Bruno sich eigentlich schon rohes Essen? Aha. Heilen meine ich jetzt, weil er ja leicht krank ist. Hm. Ohne Zucker keinen Schnaps. Ja, wir könnten wahrscheinlich schon was essen, machen wir aber nicht. So, sie hat hier derweil die Tür geöffnet. Dann fängt sie auch mal an zu suchen. Suchen. Was wird gesucht? Naja, es werden halt Sachen untersucht. Ja. Doch, kann man eigentlich so sagen. So Gerümpel. Haben wir irgendwo was Tolles drin? Ja, benötige ich einfach so ein Schloss zu öffnen. Wahrscheinlich benötige ich ja nochmal einen Dietrich. Hier kann ich jetzt nicht hin, weil die Trümmer im Weg sind. Trümmer. Ja, dann müssen wir wieder mal zu Pavel schalten, der jetzt fertig ist. Die Trümmer aus dem Weg geräumt. Wenn ich doch nur eine Schaufel hätte. Aha. Gut, Pavel soll mal da unten, wenn ich Werkzeug hätte, könnte ich das Schloss aufbrechen. Ja, dann geht Pavel doch einfach nochmal hier oben hin. Beziehungsweise hier hin. Ja, also. Wir nehmen jetzt mal alles. Dann gehen wir mit ihm jetzt hier wieder zurück zur Werkbank. Mal schauen, was wir dann bauen können. Schaufel brauchen wir, den Trümmer. Werkzeug für Schränke oder irgendwas. So, Bett. Ach, wir können sogar ein Bett herstellen. Stuhl, Heizgerät, Radio, Regenwasser, Sammelbecken. Klingt ja super. Aber erstmal das. Oh, kann vielleicht jeder was anderes herstellen? Je nachdem, wer er ist. Sowas vielleicht. Verbesserte Werkstätte könnte ich bauen. Soll ich nicht mal vielleicht was anderes bauen erstmal? Oder halt nochmal schauen. Steht hier was, das vielleicht mal? Hochwertige Gegenstände, Geräte. Lebensmittel, Medikamente, Handelswaren. Nee, doch, dann gut. Dann bauen wir erstmal die verbesserte Werkstätte. Das dauert insgesamt eine Stunde. Gott sei Dank nicht Realzeit. Hier sieht man ja auch, wie die Zeit verstreicht. 18.10 Uhr, 18.20 Uhr, erster Tag, 17 Grad Celsius. Katja ist fertig. Trümmer weggeräumt. Dann können wir hier nochmal ein bisschen plündern. Einfach alles nehmen. Was ist das denn? Schmuck. Was haben wir denn mit dem Schmuck? Ist ja auch Quatsch. Dann kann ich ja direkt mal schauen, ob Katja was anderes bauen kann als Pavle. Ja und nein. Ich gehe davon aus, diese neuen Sachen, die jetzt da sind, liegt daran, weil gerade zufälligerweise auch die verbesserte Werkstätte fertig geworden ist. Testen wir nochmal. Ja, Pavel kann dasselbe bauen. Gut. Was brauchen wir denn alles? Brennstoff aus verschiedenen Materialien. Filter, um Regenwasser aufzubereiten oder Alkohol zu destillieren. Metallwerkstätte ermöglicht es uns, Werkzeuge herzustellen, wie Schaufeln für die Trümmerbeseitigung, Brechstangen und das Aufweichen von Türen. Das muss man als erstes machen. Ach, jetzt kann ich das irgendwo... Ah, ich baue das jetzt wohin? Ja, dann bauen wir noch die eine Werkstätte neben die nächste, würde ich sagen. Geht das direkt daneben? Nein? Geht das nicht? Achso, geht nicht. Gut, dann ich baue das halt zumindest mal dahin. Und jetzt warte ich hier auch nochmal ein Stündchen ab, beziehungsweise Bruno ist fertig. Der kann schon mal den Schrank aufmachen. Ich frage mich gerade, ob ich denn im Laufe des Spiels... Oh, die Nacht. Was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert?
Ich scheine in der geplünderten Tankstelle zu sein. Die Nacht planen. Was ist das hier? 12, 12, 10, weiß ich nicht. Nee, Bruno ist krank. Leicht krank. Der soll mal schlafen. Katja soll Wache stehen. Und Pavel soll plündern. Das klingt gut. Schneller Läufer soll immer plündern. Rucksack. Kann ich ihm was mitgeben? Nein, ich habe noch keine Waffen. Hm. Vielleicht sollte ich dann nicht plündern, sondern auch mal schlafen. Würde ich vorschlagen. Ohne Waffen und so sollte er noch nicht raus. Zweiter Tag schon. Die Nacht war ruhig, bis auf das Echo der Schüsse. Interessanterweise ist hier das nicht fertig geworden. Ach so, es ist nicht fertig geworden, weil wir natürlich uns hingelegt haben. Aha. Ach, Katja setzt sich erstmal hin. Okay. Und Bruno, wenn du hier zum Kühlschrank gehst. Das ist doch der Kühlschrank. Ja, da haben wir nicht viel drin. Zweimal dieses rohe Essen. Das möchte ich doch lassen. Was haben wir da? Verbandschrank? Aha, das erkenne ich jetzt erst. Gut. Pavle. So, was bauen wir jetzt hier? Wir bauen mal eine... Wir geben Pavel mal die Brechstange, ja? So. Ach, dauert das ja lang. Und Bruno, was kannst du machen in der Zeit? Mal ein Bett bauen oder so. Ein Sessel. Nee, ein Bett. Ich denke, wir bräuchten Betten. Weil momentan schlafen wir auf dem Boden. Erst vor Plünderern schützen, ne? Später. Erstmal bauen wir jetzt ein Bett. So. Das Bett. Hier ist frei. Hier ist nix. Dann bauen wir da das Bett hin. Bruno hat schlecht geschlafen, ist hungrig und ist leicht krank. Katja ist hungrig und müde. Und Pavle hat schlecht geschlafen und ist hungrig. Pavle hat jetzt aber, was hat er gerade gebaut? Ein Brecheisen, oder? Brechstange. Aha. Geht auch noch kaputt. Verrichtet die Arbeit langsam und laut. So ein Mist. Dann bauen wir gleich mal eine Schaufel, die wir nicht mehr bauen können. Hä. Ich weiß nicht, was das ist, aber es fehlt uns auf jeden Fall. So. Schneller Läufer. Dann brech du da mal die den Schrank auf. Was war mit Bruno? Bruno hatte auch schlecht geschlafen. Dann soll Bruno sich mal hinlegen. Ich weiß nicht, ob er jetzt schläft. Ah, er erholt sich. Das ist ja super. So, was hat Pavel hier so gefunden? Ein Buch. Die Tür ist auf. Die Tür ist doch auf. Warum ist hier das Symbol anders? Oder heißt das, dass sie auf ist und dass sie... Ach, das heißt, dass sie auf ist. So, hier bräuchte ich eine Schaufel, um die Trümmer wegzuräumen. Und die kann ich aufbrechen. Ja, dann geht doch jetzt mal Katja da zur Werkbank. Und Pavel bricht da oben die Tür auf. Dafür hat er ja ein Brecheisen. Brechstange. Brecheisen? Brechstange? Brechstange ist, glaube ich, das richtige Wort. Aber manchmal sagt man auch Brecheisen. So hier in der Region zumindest ab und zu. So, Pavle. Geht das jetzt schneller? Nicht wirklich, oder? Ein bisschen. Aber definitiv nicht viel. Geht es gut. Wir sollten die Medikamente für später aufbewahren. Ja, ich dachte auch nicht, dass du die jetzt nimmst, sondern... Okay. Hungrig.
Ja, wir haben alle Hunger. Ich meine... Ist ja doof. Ich kann aber unmöglich für alle Leute hier was zu essen. So, Katja, was... Kannst du noch irgendwas bauen, was Schickes? Nö. Schaufel wäre genau super. Schaufel wäre super. Ich weiß jetzt nicht, was ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall noch was. Ach, jetzt muss ich die Trümmer... Kriege ich denn jetzt echt keine Schaufel gebaut für die Trümmer? Lass ihn mal schauen. Ach da, das, die orange Leiste ist wahrscheinlich der Zustand. Zerbricht also irgendwann. Elektrische Teile, Holz, sauberes Wasser, Zucker, Schmuck, Teile, einfach irgendwelche Teile, rohes Essen, Medikamente. Ach komm, tut mir leid, ich muss jetzt hier irgendwie anfangen, den Trümmer wegzuräumen. Da muss ich einfach die Frau dran setzen, weil wir den schnellen Läufer Pavle nach draußen schicken. Ich wusste echt nicht, dass das quasi so ein Strategiespiel ist. Weil hier draußen ist man einfach gar nichts. Ja, Glück, dass es hier drin nicht kalt ist, sagt er, während er draußen ist. Okay. Man lädt nie aus. Gut, wir sollten die Außentür wieder zumachen. Ist hier jetzt in dieser Tankstelle noch irgendwas zu tun gerade? Ohne dass ich irgendwie eine Schaufel brauche oder Werkzeug brauche oder so. Erstmal nicht, nee. Na gut, Pavle. Dann. Oh, ja, von wegen räumst du da oben das Kram weg. Bruno im Bett schlafen. Ja. Pavle muss auch schlafen, hat eh schlecht geschlafen. Bruno ist gar nicht müde, dann soll Bruno wache stehen und Katja soll auch schlafen. Ah, ich könnte auch umziehen an einen anderen Ort, aber das möchte ich noch gar nicht. Weil... wir sind hier noch nicht fertig. Also, Pavle, du solltest da die Plünder wegräumen. Bruno ist immer noch leicht krank. Du mal die Medizin hier. Katja hat schlecht geschlafen. Du legst dich mal einfach ins Bett. Kurzzeitig. Ich bin nicht müde. Okay, dann räum du einfach die Trümmer weiter weg. Bruno, leicht krank. Auf Medikamenten. Was immer das jetzt heißt. Er ist jetzt auf Medikamenten. Ich weiß nicht, was das heißt. Wird er jetzt... langsam gesund? Oder was soll man das sagen? Weset nicht. Setz dich einfach mal auf den Stuhl. Katja, du hast die Trümmer gleich weggeräumt. Du kannst dann direkt die nächsten Trümmer wegräumen. Ist ja nicht so, als ob wir nichts zu tun hätten. Also ich wusste echt nicht, dass das Spiel... Ich habe mir keinen Let's Play angeguckt, kein gar nichts vorher. Das mache ich ja normalerweise auch nicht. Es ist jemand an der Tür. Einige Sachen zum Tauschen. Gut, Bruno, dann gehen wir schnell zur Tür. Jetzt bin ich ja gespannt. Tauschen. Das sind unsere Sachen. Und das ist das, was er hat. Ah, das ist ja cool. Munition. Schnaps. Bestandteile. Los, Bestandteile.
Die fehlt uns nämlich, um hier Schaufeln zu bauen und so. Was geben wir ihm dafür? Schmuck? Das reicht nicht. Hm. Was geben wir noch dafür? Ein Buch? Verdammt. Kräuter noch dazu? Huch, halt, das war zu viel. So, einmal Kräuter noch dazu. Gut, wir können uns einigen. Sehr gut. Brauchen Sie sonst noch was? Ja. Bandagen. Kaffee? Kräutermedizin, was ist das denn? Ah, die sind teuer. Medikamente sind teuer, rohes Essen, Tabak. Aha, darunter steht, was das so wert ist. Verstehe. Ey, Waffenteile lassen wir mal später. Den Dietrich noch nehmen. Ich versuche mal hier Kräuter wieder dafür anzubieten. Verdammt, das reicht nicht. Essen sollte ich eigentlich nicht traden. Elektrische Teile draufpacken? Eigentlich möchte ich das ungern machen, wenn ich ehrlich bin. Na gut, dann nehmen wir einen Dietrich wieder weg. Und einmal Bandage weg. Oh Gott. Nee, kriege ich nicht getauscht. Warum nicht? Achso, weil die Bandagen so teuer sind. Und der Dietrich auch. Hä? Moment jetzt mal. Na gut, wenigstens zwei Dietriche. Reicht jetzt auch. Ja, ja, ja. Er geht jetzt. Viel Glück. Ja, dann geh halt. Halt, die Tür machst du vorher zu. So, danke. Pavel. Einmal die Tür aufbrechen da oben. Wie sieht's bei dir aus mit den Trümmern? Okay. Beziehungsweise eigentlich... Nein, Entschuldigung. Bruno wollte ich. Bruno einmal zur Werkbank schicken. Wie es jetzt aussieht hier mit der Schaufel. Was soll hergestellt werden? Eine Schaufel. Jawohl. Auch wenn jetzt die Trümmer fast alle bereits beiseite geräumt sind. Kann man ja trotzdem brauchen. Irgendwann. So, was findet Pavel da oben? Sehr schön. Bandagen, Kräuter, Zucker, sauberes Wasser und ein Buch. Das ist doch gut. So, und Katja ist jetzt hier auch fertig. Dann bricht sie den Schrank da unten auch mal auf mit dem mit der Brechstange. Eigentlich ganz lustig, ne? Dass Pavel hier oben die Brechstange hat und Katja die jetzt auch benutzt, obwohl wir die nicht getauscht haben. Aber gut, das ist ein kleiner Fehler. Also ein Logikfehler, aber da kommen wir schon mit klar. Würde ich mal behaupten. So, dafür gab es Achievement, Finished Ransacking. Weil jetzt nichts mehr da ist, was wir plündern können. Das ganze Haus geleert. So. So ein Pech, uns sind die Zigaretten ausgegangen. Ich finde das ganz gut. Ein Radio können wir bauen. Das brauchen wir nicht. Regenwasser aufbereiten, Alkohol destillieren. Nein, 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 nein. Alles später. Radio möchte ich jetzt auch nicht bauen, wenn ich ehrlich bin. So, Katja will nicht schlafen. Obwohl da steht, dass sie schlecht geschlafen hat. Bruno ist müde. Was kann Katja denn bauen? Eine Dietrich und nochmal ein neues Brecheisen. Ha. Nee. Warum haben wir denn nur ein Bett? Das ist doch alles Mist. Und umziehen können wir erst in der Nacht, sehe ich das richtig?
Aber ich habe doch hier alles gebaut. Muss ich dann immer hierhin zurück, um dann den Rest weiterzubauen? Das probieren wir mal noch, bevor wir das Let's Show beenden, würde ich sagen. So, da oben ist auf jeden Fall nichts mehr. Nee. Hier die verlassen, die Tankstelle, die verlassene, die ist leer. Jut, da sind wir unten. Was macht sie denn jetzt? Geht sie jetzt von alleine irgendwo hin oder setzt sich auf den Stuhl? Ah, setzt sich auf den Stuhl von alleine. Ich gucke eben nochmal nach, ob ich da noch irgendwas bauen kann. Ich das Radio doch bauen soll? Wettervorhersagen. Ja, okay, warum nicht? So, das Radio. Wo bauen wir das denn hin? Hier neben dem Stuhl, würde ich sagen. Na? Nicht, dass der Tag gleich vorbei ist. Bevor das fertig gebaut ist. Ich vermute ja, das schaffe ich nicht mehr. Der Tag wird wahrscheinlich vorbei sein. Bevor es fertig gebaut ist. Ich nehme an, wenn das hier auf 12 ist, ist der Tag vorbei. Von 8 bis 8. 12 Stunden, nehme ich mal an. Ja, genau, die Nacht. So. Ach, da ist unser Unterschlupf. Ah, verstehe. Schlecht geschlafen, hungrig, hungrig, hungrig. Du sollst jetzt doch mal plündern, das ist schon richtig so. Du im Bett. Naja, Katja, du musst schon Wache stehen, was soll ich machen? Okay. Was nimmt Pavla also mit zum Plündern? Brecheisen, Dietrich und Schaufel, würde ich sagen. Ja, auf geht's. Oha. Aha. Muss ich das jetzt selbst machen oder ja, scheinbar. Ah, das heißt, wir haben eine Strategie-Teil tagsüber. Sowas ähnliches wie Basisbau. Sowas ähnliches, würde ich sagen. Und nachts hat man dann so ein bisschen mit Stealth und ein bisschen Action-Anteil, in Anführungszeichen. Weil ihr seht hier, ich habe Munition. Null. Ich könnte also theoretisch hier auch auf Widerstand stoßen, wenn ich das richtig sehe. Und ja, wir schleichen jetzt. Das ist mir lieber. Oh, hier ist ganz viel. Das ist ja super. Ich kann nicht alles mitnehmen. Das ist ja nicht so super. Kaffee. Tabak. Zigarette. Ach, schon ist der Rucksack voll. Das ist ja scheiße. Ja, ganz kacke. Ich wusste nicht, dass ich da... Aber es macht schon Sinn. Ja, und du? Kannst während des Kampfes nicht plündern. Wieso während des Kampfes nicht plündern? Nicht im Kampf? Renn zum Ausgang. Das war die Tankstelle, glaube ich. Dann müsst ihr in der nächsten Nacht da wieder hingehen können. Nehme ich mal an. Oh, Pavel freut sich. Oh, wir wurden ausgeplündert. Großartig. Bruno und Katja wurden verletzt. Wasser gestohlen. Essen gestohlen. So ein Scheiß, ne? Die Menschheit kannst du echt vergessen, muss ich ja sagen. Mann, 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 Mann. Alle sehr hungrig, ja. Leicht verletzt. Dann geh du mal eine Bandage holen.
Und sie geht erstmal schlafen, würde ich vorschlagen. Ja, zu schade, dass es nicht gekocht ist. Kann ich schon verstehen. War es immer noch sehr hungrig? Oh. Furchtbar. So, wir haben unser Radio fertig. Das ist ja super. Erschossen und... Oh. Ja. Es ist nicht, nicht schön, das Spiel. Nicht angenehm, nicht freundlich. Aber hey, so ist Krieg nun mal auch nicht. Sehr hungrig. Wie zur Hölle kann ich denn irgendwie was herstellen? Was hätte ich denn bauen müssen? Um Essen herzustellen. Kräutergarten. Aha. Was fehlt mir denn? Destillateur. Alkohol. Wollen wir nicht. Holz fehlt mir für den Kräutergarten. Was können wir da machen? Kräutermedizin, Bandagen und Zigaretten. Kräuterwerkstätte. Okay, Kräutergarten. Medikamente, Zigaretten. Primitiver Herd. Vom Herd kann man eine Mahlzeit kochen. Eine Kleintierfalle. Die hätten wir aufstellen müssen, um Ratten zu fangen. Regenwassersammelbecken. Zum Kochen. Und einfach so irgendwas benutzen kann ich nicht, ne? Nö. Damit würde ich sagen, habe ich schon ziemlich verkackt. Pavel hat schon eine ganze Weile nicht geschlafen. Ja, er ist müde. Na gut. So, ich denke, das soll es aber fürs Let's Show mal gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ob es noch weitere als diese zwei Sachen passt. Was war? Oh, 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 was passiert hier? Noch weitere als diese zwei Sachen passieren. Also der Tag und die Nacht. Ich habe so das Gefühl, dass nein. Das will ich eben noch mit. Unsere Mutter ist krank. Ja. Ich würde gern helfen, aber ich habe selbst keine Medizin. Es tut mir leid. Es, Sie haben nicht nein gesagt. Nee, habe ich auch nicht. Würde auch gern helfen, hab nur nichts. Ja. Also. Quasi sowas ähnliches wie Basisbau und Action-Teil, in Anführungszeichen, wenn man so sagen will. Das Ganze aber trotzdem sehr düster und sehr negativ und depri und überhaupt. Tja. Und mir werden die Leute wahrscheinlich alle wegsterben. Weil... verhungern. Werden sie mir. Verhungern. Gut. So, ich gehe hier mal raus. Ich denke, das könnte sich sogar für ein Let's Play eignen. Wenn derjenige in der Lage ist, das spannend darzustellen. Weil so wahnsinnig viel passiert hier ja nicht. Für einen Stream wird es sich bestimmt besser eignen. Aber ich denke, Let's Play geht auch. Meine Lieben, wenn ihr bisher durchgehalten habt, sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Show. Macht's gut, ich bin raus. Bis dann, euer Amano.